Ja, hallo meine lieben Freunde und Freundinnen der Rundenstrategie. Weiter geht's mit dem wunderschönen Spiel von World Poker Games namens Wildermyths. So ist es. So, und ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge. Noch habe ich euer Feedback gar nicht gesehen. Was ihr zu meinen ersten zwei Folgen sagt, das bitte ich zu verzeihen. Ich werde zeitnah darauf reagieren. Ich freue mich schon mega darauf. Ja. Und für die Suchtis unter euch, nicht vergessen, heute Abend, das Video müsste am 26. erscheinen, 26.01. im Jahre 2023. Und wir machen einen Livestream. Kommt vorbei bei mir in Twitch. Bin ich sehr selten, aber ab und zu mache ich das mit meiner Community. So, was ich jetzt echt mal verhindere, zum allerersten Mal, ich dachte nie, dass ich das machen werde oder machen müsste, ist die Waschbären in doppelter Version. Das brauche ich gerade echt nicht, weil ich habe nicht so, wie soll ich sagen, nicht so trefferstarke Truppe zur jetzigen Zeit und die möchte, also zwei, also doppelt davon, nee. Also die doppelt zu sehen, das möchte ich nicht. Ja, okay, weiter geht's. So, wir werden uns jetzt auch relativ schnell dem Finale jetzt hier dieses Kapitels zuwenden. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ihr hoffentlich auch. Ah, die Deepests. Feuerball, wow. Okay, was hat die Christina da übersetzt? Am Vorabend des Kampfes beim Riss von Langwiesel sorgt Mary dafür, dass die Gruppe am Lagerfeuer etwas Unterhaltung hat. Dies ist die Geschichte von Tilessa der Arkanen. Yeah, die Blicke wie unter. Ich finde es ja auch so geil hier, ne? Nadja immer so super skeptisch. Ich mag diese kleinen Details und ja, oder hier Sven so. Nein, meine Community-Mitglieder sprechen nicht so wie diese Charaktere hier, ne? Ja, die ganze Welt ist Bühne und alle Menschen darin bloße Spieler. Die Geschichte ist ein Klassiker, Tilessa die Arkane. Mary gibt ihr den Raum, den sie verdient. Da erhob Tilessa die Arkane die Hände und stieß sie nach vorn, und ein riesiger Feuerball verschlang die Goblins. Es wäre schön, wenn Nadja auch Feuerbälle beschwören könnte. Pah, was weißt du denn schon? Kannst du Bäume dazu überreden, neben dem Feind zu explodieren? Ich hasse diese Geschichte. Und überhaupt, Goblins? So ein Glück sollten wir mal haben. Pft. Oh. Habt ihr das gesehen? Da stand übrigens kleiner Goblin, wer drauf geachtet hat. Da ist er. Schnappt eure Sachen und hinterher, oder das ist ein Kultist der Tiefe. Wir sollten uns an unseren Plan halten. Kein Kultist, entschuldigt. Natürlich hinterher. Oh. 76%. Hier lang. Jetzt nach rechts. Es führt uns nach. Warte, vielleicht ja. Das ist der Riss von Langwiesel. Was ist das? Versuchst du mich umzubringen, Kleiner? Wenn ich das trinke, wäre ich danach blind. Das ist. Da hob Nadja die Arkanen die Arme. Auch Jahre später erzählte Mary jene Geschichte noch immer. Das ist Methanol! Und warf sie nach vorn. Dankeschön, Kleiner. Um den Rest kümmern wir uns. Sind keine bösen Goblins. So, haha, wir haben einen Feuerkrug behalten, eine Handgranate bekommen, meine Damen, meine Herren. Und ein riesiger Feuerball verschlang die Kultisten der Tiefe, erzählt Mary. Ja, genau. Zweimal gehörnte Kind im Doppelpack, erwachte Schleuderer, erwachter Schleuderer und ein Erwachter. Das könnte ein ganz, 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 ganz mieser Witz anfangen. Hat sie ihn auch. Ja, da ist er. Improvisierter Feuerball. Ja, 2 bis 4 Magieschaden. Einmal pro Kampf. Ja. Einen extra dafür gedachten Tontopf dabei. Sie knüpft ein Geistband mit dem Topf und wirft ihn dann auf die Gegner, wodurch ein riesiger Feuerball entsteht. Das will man natürlich ausprobieren. Ich weiß jetzt halt nicht, was besser wäre. Ich denke aber mal, die vielen kleinen Kerlchen in kleine Stückchen zu zerlegen, ist hier die klügere Lösung. So, apropos Lösung, ich muss entschlossen springen, würde ich behaupten. Einmal über den Stein, das geht halt natürlich, ne? So, zack. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Wen von den beiden erwischen wir? Der ist ein bisschen in der Deckung. Ja, ich habe ein bisschen auf den Stunt gehofft. Ich gebe es zu, ja.
Und auch als zweites, er kommt einfach mit einer Flanke dran. Dann hätten wir den schon mal erledigt. Dann haben wir noch einen anderen Schleuderer zu erledigen. Schaffen wir vielleicht auch in dieser Runde. Ich weiß es halt noch nicht so richtig. Du gehst mal hier hin. Ein Geistband machst du mit. Das bringt mir nicht so viel, ne? Nee. Umschlingen finde ich aber ganz nett. So weit kommst du mir jetzt nicht mehr, mein Freund. So, und ich denke also bin ich. Hier gibt es eine Flanke. Dann tun wir das noch nicht so machen. Dass wir uns tarnen. Ja, nee, war nicht so ganz so clever. Naja, ausgewichen. Jo, hätte schlimmer kommen können, ne? Sagen wir es mal so. Zack. Hem. Die machen wir es am klügsten. Wir umschlingen ihn nochmal. Ja. Und wir schießen nochmal. Genau. So gefällt mir das irgendwie. Wache. Ach komm, ich mach auf. Ja, okay, aber das ist schon so ein bisschen, dass das alles nicht so sinnhaft ist, da reinzuwerfen, oder? Wir können ja mal gucken. Ich probier's mal. Komm, ich probier's. Er ist ausgewichen. Wow, was für eine wahnsinnige Geschichte. Dafür, dass es jetzt echt absolut unnütz war. Naja, kann man nichts machen. Ist halt, wie es ist. So, komm mal hierher. Jawohl. Wie entschlossen bist du denn? Sehr entschlossen. Ja, sauber. So gefällt mir das doch ganz gut, würde ich behaupten. So, und jetzt können wir uns aber auch echt mal tarnen gehen. Der eine Kleine wird da viel Schaden machen. Ja, wird sich schon im Rahmen halten, würde ich behaupten. Ja, beziehungsweise er macht halt gar keinen Schaden. So kann sein. Okay. So kann sein, so kann es gehen. Tschüss, kleines gehorntes Kind. So, ich habe doch hier was. Genau. Ich könnte ja mal einen Brandpfeil schießen, hä? Huh? Oh, Menno. Oh, ist das bitter. Eine bittere Pille, die wir da gerade eben schlucken mussten. Ja, die kommen alle dran, ne? Das ist klar. Machen wir ein bisschen anders. Ja. Edgy Badge. Ja, ich denke mal, ich schütze da noch unseren Freund hier. Na, wie weit kommst du? Ja, ich könnte es aber auch. Doch. Komm. Ja, war mir irgendwie klar. Ihr habt auch gesehen, der kann mich auch so ein bisschen wegschubsen, der Dude, ne? Ist durchaus möglich für den. Wir sind noch nicht mal zu ihrem coolen Schrein da hinten gekommen. Ja, Level Ups. Sehr schön. Philipp. Ich übertreibe es, wir machen Upgrade Brandpfeile, aktive Fähigkeit. Als schnelle Aktion kann sich Philipp einmal pro Runde auf ein benachbartes Feld eines Feuers innerhalb von 4 Feldern bewegen. Das hätte ich jetzt schon mal gerne gehabt. Und was machen wir jetzt hier? Ja, das ist nicht schlecht. Wir machen den Upgrade vom Humanisten. Betäubendes Trommelfeuer. Bei einem Treffer wird der Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% betäubt. Fesseln machen einen doppelten Schaden. Scherbentornado.
löst sich dann mit der Zeit auf. Probier es einfach mal aus. Ich habe ihn, glaube ich, schon lange nicht mehr da gar nicht eingesetzt. Oh, ein Fahrenschatten-Hüfttuch. Ausweichen von 5. Ja, das soll schon, ne, jemand vorne bekommen. Ja, ja. Ja. Das passt doch ganz gut. Beanspruchen. So, was nach uns kommt. Eines Tages, wenn die Leute wieder zurück zum Riss von Langwiesel ziehen. Der üble Gestank des Kults wird wieder in die Erde zurückkriechen. Hier werden wieder Kinder spielen und ein Heim für die Geister finden. Junge Frauen werden gemeinsam mit ihren Liebsten Scheunen bauen. Alte Frauen werden mit Eisen und Salz handeln. Und am Ende werden die Ältesten von ihnen friedlich in ihren Betten versterben, so wie es sein sollte. Das scheint dich ja alles brennend zu interessieren. Möchtest du hier bleiben? Für mich ist es zu spät. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wieso ich es getan habe, aber ich habe mich dem Kampf angeschlossen. Und noch kann ich nicht aufhören. Wir können nur weiterziehen und hoffen, an Orte wie diesem Frieden zu hinterlassen. Ja. Thanks. So, weiter geht's mit der Ausstatterei unserer illustren Truppe. Wow, 3 Marquis-Gewebe auf einen Schlag. Das war echt. Oh, nochmal ausweichen von 5. Du hast noch keinen. Ja, dann kriegst du das jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt müssen wir etwas länger einen Tunnel bauen. Legen wir los. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, um zum Finalort vermute ich mal zu kommen. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Dauert halt sehr lang, Tunnel zu buddeln. Ne? Das dauert lang. Und der Feind, der nutzt es natürlich jetzt eiskalt aus. Ich hoffe, dass sich die Invasion noch verhindern lässt. Dass wir schnell genug durchkommen. 31 Tage, bis die da ist. Wir sind aber schneller. Wir sind schneller. Knapp, aber wir sind schneller. Gut, eine Karte kriegen die leider noch ins Deck. Ufts. Giftzunge hält plus 3 Reichweite. Das wäre echt mies. Das verhindere ich jetzt auch einmal. Patz. Aha. Und ihr seht, da ist ein Goldrand. Das ist tatsächlich das Finale. Gut. Wollen wir mal schauen. Das ist der abschließende Kampf des Kapitels. Nach diesem Kampf endet das Kapitel. Stell sicher, dass du bereit bist. Okay, fertig. Ins Feuer. Nadja ist direkt hinter mir. Sieht nach einer echten Gelage des Schreckens hier aus, hm? Ich hoffe, wir haben einen besseren Plan als einfach nur, ach, wem versuche ich hier eigentlich was vorzumachen? Sieht nicht gut aus da unten. Das Feuer jagt bereits über die Felder, Gehöft und Bauernhöfe. Es ist kaum noch etwas von ihnen übrig. Der Tag hatte so friedlich begonnen. Doch von hier oben können sie sehen, dass er nicht ohne Kampf zu Ende gehen wird. Vielleicht sollten wir zu dem zerstörten Gebäude da drüben gehen. Dort haben wir Deckung für den Weg nach unten. Das Inferno unter ihnen erreicht seine volle Blüte. Oh, was für ein kurzer Text für ein Kapitel 4. Ernsthaft? Ufts, erstens, wir haben es mit den Gorgonen zu tun. Und das sind echt eine harte Truppe. Das sind jetzt 3 Stück, wo ich echt sage, ufts, für unser Levelniveau. Muss ich ehrlich zugeben. Macht mir ehrlich gesagt etwas Angst. Okay, hier ist eine Öffnung, ein Engpass. Hier könnte ich die Tür aufmachen. Da ist aber auch eine Barrikade da davor. Ich glaube, wir laufen um die Tür herum. Es wäre wohl besser so. Du gehst mal hier lang. Und dann machst du bitte einen Schattenschritt hier zum Feuer. Wir werden mit ihm natürlich das jetzt auch immer mehr einsetzen, ne? Diese Feuerfähigkeiten. Das ist klar. Klar wie Kloßbrühe. Du schnappst dir mal die Position hier. Und da ist ein Gorgone, wie ich es befürchtet habe. Der donnernde Schlachtruf reicht nicht aus für diese Strecke. Eieiei. Dann Mary. Ab mit in die Defense. Und wir werden mal schauen,
ob wir auf irgendeine Art und Weise... Hier sehe ich keinen. Schnapp mir dieses Ding hier. Aha, dadurch habe ich ein bisschen mehr Sicht bekommen, wisst ihr? Hätte aber eigentlich die Tür lieber zulassen sollen, denke ich. Im Nachgang aber. Hinterher ist man immer schlauer. Patz! Paladin ist eine tolle Fähigkeit, ehrlich. Aber sie muss dringend schneller werden, die Mary. Die muss dringendst schneller werden. So, wir können jetzt Rüstung durchdringen mit ihm. Dann stell dich mal hierher, Philipp. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Sie kann ihn nicht besiegen. Egal. Greifen an. Ich könnte noch eine Feuerposition wählen. Und er breitet jetzt, wie ihr sehen könnt, auch das Feuer aus. Ne? Also ich werde auch versuchen, mit ihm zusätzlich sogar noch einen Feuerbogen zu bekommen. Das ist für mich schon ganz wichtig. So, wie könnten wir uns denn da am besten aufstellen, sodass die uns nicht gut erwischen können? Ich denke mal, ja, du kommst, ja, komm mal her, komm mal darüber. Nicht gut. Ja, Donnernder Schlacht ruft reicht nicht. Du bleibst hier stehen. Also ihr seht auch, dass die Objekte durch das Feuer langsam abbrennen und so weiter. Ne? Zack, 3 Schaden. Manchmal ist es klug, defensiver zu stehen und nicht vorzustürmen. Ne? Also nicht nur manchmal. Jetzt kommt diese ekelhafte Giftzunge. Ausgerechnet gegen Nadja. Sie hat aber zum Glück Magieschild. Mir gefällt halt nicht, in welcher Position sich gerade Nadja befindet. Alles andere als schön. Wir sollten halt natürlich so viele Kills machen, wie nur irgend möglich. Feuerposition, ja, ja. Feuerposition. Bezieh mal hier deine Feuerposition. Ich finde, es macht halt den Jäger, also so einen Feuerjäger nenne ich es jetzt einfach mal, unglaublich flexibel. Ja. Spring mal dahin entschlossen. Wir müssen diesen Bär wegbekommen. Gut, das war super geil, dass das jetzt passiert ist. Das hat mir jetzt sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber sie ist so dumm blockiert. Das ist echt blöd jetzt. Oh, kurz, ich hatte schon Angst, es klappt halt nicht, ne? Okay. Kommst du da rum, ohne in den Schmodder zu geraten? Nicht so wirklich, ne? Ich kann dich immerhin noch bis dahin bewegen, dann... abbrechen. Das auch. Wartet mal, irgendwie ging das doch? Nee. Das war falsch. Dass ich die Kamera... Ah ja, doch, mit der rechten Maustaste... gedrückt halten, könnt ihr das machen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe... Ah, was eine Kameraführung. Ja, die beiden Felder sind mit Gift bedeckt. Aber es müsste doch eigentlich... Das ist 100%. Und dann hat er noch 4 Leben. Ich probiere es. Ich war mir nicht mehr sicher, wie viel Schaden das Feuer macht. 1 abgewehrt und 1 Schaden ausgeteilt. Oh, jetzt bin ich aber echt dankbar. Oh. Das hätte jetzt auch anders ausgehen können für Nadja. Ganz ehrlich, ist so. Hufz, 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 hufz. Ja, dann würde ich sagen... Hauen wir erstmal den Wüter 1 auf den Dez.
sie können schon ziemlich Schaden raushauen, ne, die Wüter. Okay. Gut, ich kam zumindest mal aus dem Schmodder raus. Jetzt kann ich gegen es hier Fesseln einsetzen. Gegen das Reh. Ich kann Feuerposition einsetzen als freie Aktion. Und dann mache ich hier wieder einen Schuss. Okay. Etwa knapp, das gebe ich zu. Das hätte auch jetzt anders ausgehen können. Randomia ist diesmal wirklich für mich. Das muss ich ganz klar sagen. Und wir haben geschafft. Wir haben es geschafft, dieses Kapitelfinale gegen Gorgonen in dem Moment. Oh, wir haben eine Reisekleidung bekommen. Ja, das ersetzt das einfache Gewand und das macht, wie ihr sehen könnt, einfach alles besser. Und zwar nicht so knapp, vor allen Dingen, denn ja, den Ausweichwert treibt es hoch. Da bin ich sehr froh, wenn ich sowas immer finde. Mary ist stärker geworden. Ich werde Upgrade vom entsprossenen Sprung machen. Abklingzeit reduziert sich. Kann nun einmal pro Runde genutzt werden, entfernt beim Einsatz festgenagelt. Auch eine wichtige Sache vergisst man oft bei dem Sprung. Mir geht's zumindest so. Nach dem Brand. War euch das jetzt auch tapfer genug? Hatten wir Spaß dabei, unser Leben in den glühenden Kohlen zu werfen und es dann wieder herauszufischen? Also ich hatte keinen Spaß. Ich muss hier weg. 6 Tage später zieht Regen auf, der erst wieder nachlässt, als die Brände vollends erloschen sind. Da kommen noch ein paar mehr. Frau Wirtin, Sie sehen unglaublich reich aus, überhaupt nicht wie Leute, die in den Flammen alles verloren haben. Ja, ich versuche ein trockenes Plätzchen zu finden. Nadja Xiatian hat uns hergeführt. Wie es aussieht, gibt es vieles, wofür wir euch zu danken haben. Wir haben viel verloren, aber wir sind euch trotzdem unendlich dankbar. Besser heimatlos als tot. Ich habe einmal gelesen, dass die Gorgonen ohne jede böse Absicht an Land gekommen sind, ohne eine Feindseligkeit, deren volle Wucht wir jetzt abbekommen haben. Erst das versengende Feuer der Menschen hat sie zu den unbarmherzigen Feinden gemacht, denen wir heute gegenüberstehen. Von ihnen liegen eine Zukunft voller Möglichkeiten. Sie hatten Türen zu verteidigen und das machte sie zu Helden. Handwerker werden sich in den nächsten Jahren als nützlicher erweisen. Aber irgendwann wird man auch wieder Helden brauchen. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Also, ne, ihr seht jetzt hier, wir 7 Legendenpunkte, was für Ressourcen wir haben. Metall ist ein bisschen ouch, ne, da haben wir nicht viel gekriegt. Und ja, haben wir überhaupt nur ein einziges Metall, ne? Das ist nix. Metall brauchen wir für verschiedene Sachen. Und wir haben jetzt 10 Jahre tatsächlich Frieden erstmal. Und die können wir ja jetzt schön nutzen bestimmt. Wollen wir mal schauen, was passiert. Wir haben es geschafft, ja, die Sumpfkröte aus dem Deck zu entfernen und unseren Gegner einfach ein bisschen zu schwächen. Und während der Jahre des Friedens. Nadja war nicht davon überzeugt, dass die Bedrohung wirklich endgültig verschwunden war und trainierte daher unermüdlich weiter. Den Großteil ihrer Jugend über hatte Mary es nicht zur Angewohnheit gemacht, auf den vielen Straßen, über die ihre Reisen sie führten, eine Vielzahl von Kieselsteinen aufzulesen. Diese Schätze trug sie in einer Tasche stets bei sich. Doch eines Sommermorgens verschenkte sie völlig überraschend ihre komplette Sammlung an eins der Dorfkinder. Das macht man in meinem Alter so, schätze ich. Mir fällt es manchmal echt schwer, weißen Text auf schwarz zu lesen. So, wenn da noch im Hintergrund was... Ja, keine Ahnung wieso. Also gut. Als Philipp sich die Wildborkenkrankheit eingefangen hatte, kam Mary vorbei, um das Feuer am Leben zu halten und sich um den Suppentopf zu kümmern. Wie geht's deinen Gelenken? Besser? Sven wurde für einige Jahreszeiten von einer Katzenfamilie in Besitz genommen.
Er beobachtete, wie sie am Morgen Jagd auf die Vögel machten, warnte die Vögel aber stets im letzten Moment noch mit einem lauten Ruf. Ja, da haben wir die erste Transformation oder könnten die erste Transformation haben. Für einen Krieger ist es natürlich schlecht, wenn er Gesundheit verliert, weil er ist ja ein Tank. Aber er kriegt plus 0,6 Magieabwehr dazu und ich finde es einfach sau funny, mir drüber nachzudenken, dass ich hier so eine Art Krähenkrieger habe und ich lasse diese Transformation mit dem Krähenfuß für Sven zu. Ja, sage ich. Und wir haben eine weitere merkwürdige Transformation. Und zwar, wir kriegen ein komisches Bein. Minus 0,1 Geschwindigkeit und plus 5 Blocken. 0,1 Geschwindigkeit, das ist nicht viel. Hier wird auch mal fröhlich weiter transformiert, was auch immer. Ein Juwelenbein. So, was habe ich zu euch gesagt? Man kann natürlich am Ende eines Abenteuers craften. Großes Problem, ich habe es nicht nur einmal gesagt, wir haben den Mist, dass wir jetzt tatsächlich kein Metall haben. Ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Und ich überlege jetzt überhaupt, was können wir da tun, ne? Ja. Wir haben ein Metall, dann könnte ich zumindest mal einen Standard-Speer für ihn herstellen. Das war ja echt... Uff, ja, ich habe beinahe eine richtig gute Waffe bekommen. Dann gehen wir erstmal auf Nadja. Und Nadja, die liebe Nadja, die könnt doch tatsächlich einen Ebenholzstab schon bekommen. Feuer. Was kostet mich das? 6 Kernholz, da ist alles Kernholz weg. 2 Leder, 1 Stoff, 6 Magiegewebe. Es wäre halt ziemlich mächtig. Wenn ich den Bogen zu einem Feuerbogen machen möchte, der Arkane Felsweber, das würde mich 222 kosten. Okay. Ich habe da Bock zu. Ich möchte das machen. Oh, ich habe vergessen, dass der Wurfmesser hat. Hätte ich mir mal besser merken sollen. Ihr seht rechts unten übrigens keinen weiteren Text, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ne? Also ihr seht jetzt hier, was ich, ja, das ist das, was ich auch lese. Wir stellen jetzt erstmal für ihn, ne, einen schönen Feuerbogen her. Und nicht Felsweber. Der Arkane Feuerweber. Genau. Herstellen. Traumhaft. Jetzt seht ihr seine Waffe hier. So, dann. Ja, da kann ich gar nichts tun. Jetzt kann ich nämlich, ja gut, ich mach so. Ist einfach fairer, ist ein bisschen aufgeteilt. Sie kriegt jetzt aber auch einen Feuerstab. Ist natürlich ärgerlich, wenn ich das jetzt alles jetzt schon verzaubere, ne? Dann habe ich das Problem, wenn ich hinterher dann irgend so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Spirit bekomme, kann ich meine Waffen halt nicht mehr verzaubern. Aber ich muss ja auch ein bisschen mehr Schaden machen. Und es wird eine sehr feurige Truppe, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Kernholzleder und 4 Magiegewebe kostet mich das. Werde ich jetzt auch machen. Der Stab der Entzweihung. Ich mache mal weiter. Weltverdorrer. Der Feuerstock. Herstellen. Feuerstock. Perfekt. Sehr schön. Der wird ein bisschen gezündelt. Und jetzt immer noch die harte Überlegung. Was mache ich nur mit ihm hier? Ja, es ist halt ein Kurzspeer. Vielleicht, ja, aber mit ihm ranzukommen an einen Spirit ist natürlich sehr, sehr, sehr randomisiert. Also so viel Glück muss man erstmal haben, ne? Oder halt Pech. Ach, ist ja diese blöde Plattenrüstung, deswegen ist die ja so langsam. Okay, da wäre noch mal was möglich. Das lassen wir so. Ja, dann gehen wir erstmal hier hin. Und zwar möchte ich ein neues Gewand haben. Wie war denn das in der, ja genau, 3, 2, 1. Und das wäre mehr Abwehr, mehr Zauberschaden. Hier mal da drauf. Mehr Panzerung, Abwehr, ein bisschen mehr Zauberschaden. Das wäre mehr Zauberschaden. 1,8 zu 0,8, 1,5 Panzerung.
Nee, also es gibt einen Stil übrigens, wenn ihr mit einem Magier spielt, dass ihr könnt den so und so, wie soll ich sagen, so einen Nahkampfmagier machen. Das ist wirklich wahr. So ein Kampfzauberer würde ich den dann nennen, ne? Kampfzauberer, glaube ich, ist die richtige Bezeichnung. Aber sie ist das nicht, ja, sie geht aus der Ferne, deswegen empfehle ich euch dann einfach bitte immer das Glutgewand. Das passt ja perfekt. Das nehmen wir jetzt nämlich auch. Gegenstand herstellen. Perfekt. Passt super zum Thema. Okay, die Luft wird immer dünner für Gegenstände herstellen. Ah. Ich sag's, wie es ist einfach blöd. Ich könnte ihm tatsächlich noch eine Fernkampfwaffe geben, so als Ergänzung. Hier haben wir ja auch einen Feuerbogen als Ergänzung. Oder hebe ich es mir auf? Ich riskiere es jetzt, Leute. Ich überlege zu lange. Ich tue es jetzt riskieren. Also, meine Damen, meine Herren, wir haben also Mary. Ihr seht es nochmal kurze Zusammenfassung. Er hat nichts bekommen, geht leer aus. Nadja eine neue Rüstung und einen neuen Stab. Philipp hat hier seinen neuen Bogen bekommen. Und Sven, nichts geht leer aus. So ist es. Nur weiter. Händler halten sich von diesen Straßen fern. Reisende, die sich in diese Richtung vorwagen, werden nie wieder gesehen. Am Rande der kartografierten Welt thront eine Festung auf einem Hügel. Und nun haben sich die Gorgonen dorthin geschlängelt. Du kannst ruhig etwas langsamer machen, weißt du? Wir haben noch einige Kämpfe vor uns, bis wir überhaupt da sind. Mary, sei kein Langweiler. Vielleicht werde ich vor Angst einfach zu Salzsäule erstachen und mit blauem Klipper und Waschbärdornen und allem möglichen fiesen Geschossen beschossen werden. Aber wir werden eine Burg belagern. Eine Burg? Das ist toll. Ach, jetzt finde ich das plötzlich wieder toll. Es ist eher ein Fort, habe ich gehört. Im Herbst brechen sie auf. Sie werden die von den Gorgonenseuchen befallenen Tiere von den Zinnen der Festung pflücken wie Fasern, die nach dem Essen zwischen den Zähnen hängen geblieben sind. Das Ziel ist klar, die Burg. Die Gianna Kastendicht einst erbaute, soll befreit werden. Da fehlt ein Wort, oder? Sehe ich das richtig? Soll befreit werden. Naja, egal. Mit einer Belagerung wird es nicht viel gemein haben. Aber das sagen wir Sven besser nicht. Also, okay, hier ist Sven so ein bisschen der, ne, sag ich mal, den man gerne in den Arm nimmt in der Gruppe, ne? Die Schatten werden dunkler. Alle Monstergruppen ziehen in jedem Kampf eine zusätzliche Karte. Und, padabum, wir sind im nächsten Abenteuer. Hier drüben im Muscheltal darf ich mir einen neuen Helden endlich holen. Held Nummer 5. Ich bin sehr gespannt, wer es wird. Da oben können wir dann auch gleich nochmal erkunden. Und dann geht es hier oben in diese Ecke. Das ist der Plan für die nächsten Folgen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann liked doch bitte dieses Video. Und wer es noch nicht hat, seid ganz mutig, Kanal abonnieren. Immer auf den kleinen Dino hier klicken, der jetzt irgendwie da erscheinen sollte. Der freut sich nämlich mächtig, wenn man den mal so ein bisschen streichelt, ne? Okay, dann, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine wunderschöne Sternenreise und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!